Yo, moin Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary hier auf meinem Kanal. Heute seht ihr eine Runde Team Deathmatch auf der Map Hardit und das Ganze wurde erspielt mit der G36. Ich muss wieder dazu sagen, dass dies für ein altes Gameplay ist und dass, glaube ich, der Score nicht allzu hoch ist. Aber ich habe jetzt noch viele Gameplays auf der Map Fallen und Village und ich meine, diese Maps habe ich letzte Zeit ja ziemlich oft hochgeladen und damit einfach ein wenig Abwechslung und ein wenig Überblick hier auf meinem Kanal bleibt, habe ich mir gedacht, komm, letztes ist einfach hoch und dann hast du das Schlimmste weg. Zu dem Gameplay will ich aber heute nicht viel sagen, das tue ich ja sonst auch nie. Und deswegen werden wir einen schwungvollen Schritt direkt zu meinem ersten wichtigen Thema machen. Und das ist wirklich sowas von wichtig. Dass es schon wieder sehr wichtig ist. Ihr könnt ja schon oben am Titel des Videos lesen. Es geht um das einjährige Jubiläums-Special hier von mir auf YouTube. Ich meine, am 21. oder war es der 20. März, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wurde ja mein erstes Video hochgeladen, also 2011. Und da hatte ich ja gesagt, dass dort ein sehr großes Special auf euch wartet und das möchte ich jetzt hier enthüllen. Der Alex und ich haben zusammen, also der Ahrensburg Alex und ich, haben zusammen einen neuen Kanal erstellt und das Ganze heißt, oder mehr sagt, der ganze Kanal heißt Two Mad Bros. Der wird es auch einfach mal hier oben aufblinken, der Link zu dem Kanal oder auch unten in der Videobeschreibung stehen, also da steht auf jeden Fall. Und da werden ab nächster Woche, sprich ab dem 1.4. Am 1. April, ab dem 1. April, wie auch immer ihr es wollt, Real-Life-Videos hochgeladen. Und der Kanal wird natürlich genauso weitergeführt wie auch mein Hauptkanal. Das heißt, dort werden Sketches hochgeladen, Real-Life-Videos, Vlogs. Wir haben schon zig Ideen, was wir nächste Woche alles machen. Wenn der Alex dann natürlich wieder zu Hause ist, können wir natürlich keine Videos mehr zusammendrehen. Aber jeder wird sein eigenes Zeug da hochladen. Und das Ganze fängt halt ab nächste Woche an. Und in der Woche, wo er halt hier ist, werden ganz, ganz besondere Real-Life-Videos folgen. Das sind jetzt nicht so stinknormale Real-Life-Videos, sondern habe ich ja gerade schon gesagt, das hat was so ein bisschen mit Sketches auch zu tun. Aber jetzt nicht im Sinne von wie, sag ich mal, Alberto oder sonstige YouTuber, sondern kann man jetzt schwer erklären. Wir haben da so unsere eigenen Ideen und wenn ihr die sehen wollt, bitte klickt einfach hier irgendwo auf den Link in den Bildschirm oder in der Videobeschreibung und abonniert natürlich den Kanal, damit ihr dort auf dem Laufenden seid. Ich meine, die Ideen oder die Videos, die wir dort machen, da steckt sehr viel Arbeit drin, also noch mehr Arbeit als in so einem Gameplay-Commentary. Wir müssen die natürlich alle selber aufnehmen, zurechtschneiden und Effekte und so. Und daher habe ich mir auch den Samsung HMX Q10 Camcorder bestellt. Und auf meiner Facebook-Seite habe ich das ja schon vor mehreren Tagen geschrieben gehabt. Und wir werden da auf jeden Fall ab nächster Woche anfangen und ab nächster Woche werden auch hauptsächlich nur da Videos folgen. Also das heißt, auf dem Kanal hier wird wahrscheinlich mehr als ein oder zwei Videos kommen. Und also wenn ihr wirklich dann Real-Life-Videos auch mal sehen wollt, weil ich meine, mich wurde schon so oft danach gefragt, dann abonniert einfach diesen Kanal. Der Alex, glaub, der macht auch ein Video auf seinen Kanal jetzt, da wo er den Kanal hier so ein bisschen anpriest und anpredigt. Weil ich meine, es wäre natürlich ein bisschen schade, jetzt nehmen wir mal an, es kommen echt nur, will ich jetzt mal nicht von ausgehen, aber müsst doch mal unsere Lage verstehen. Es würden nur 50 Leute kommen und wir machen da so Videos mit so einer Mörderarbeit hinter. Das ist schon ein bisschen schade und deswegen bitte ich euch einfach darum, wenn ihr gerne meine Videos schaut, dann abonniert auch bitte den Kanal. Und da würdet ihr mir und auch dem Alex einen riesen Gefallen tun. Weil dann da echt schon, die Planungen sind schon seit gut 2 Monaten an dem Kanal. Der Kanal existiert auch schon so lange, weil wir halt schon mal alles fertig gemacht hatten. Wir haben alle Ideen aufgeschrieben, wir haben und die ganzen Sachen besorgt. Der Alex hat sich noch Sachen dafür gekauft, ich jetzt den Camcorder noch dafür gekauft. Das heißt, haben wir auch schon bestimmt beides zusammen. Ich will jetzt nicht übertreiben. Ja, sagen wir mal 150 Euro. Ne, mehr, der Camcorder allein hat ja schon fast 200 gekostet. Da sagen wir insgesamt schon fast 300 Euro da reingesteckt, allein dass der Kanal überhaupt irgendwie mit Qualität punkten kann. Und ich meine, da kann man, also wird man sich auf jeden Fall freuen, wenn da etwas von euch zurückkommt. Und ich meine, ihr könnt ihn ja erstmal abonnieren, ich meine, wenn es euch dann immer noch nicht gefällt, gibt es immer noch die Deabonnier-Taste. Ich denke mal, das ist so ein ganz guter Deal, aber ich glaube, dass euch das schon gefallen wird und ihr nicht enttäuscht sein werdet.
Ich freue mich auf jeden Fall auf die Videos, die wir dort machen. Wir haben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte eigentlich hier zwei Themen machen in dem Video. Aber man kann doch mehr sagen, als man doch vorher vermutet hatte. Wir werden uns dafür ein eigenes Intro erstellen. Dann. Es ist schwer zu sagen, ich merke gerade, ich bin ein bisschen hier verplant, wir haben es auch schon irgendwie 1.05 Uhr in der Nacht. Aber das Video muss jetzt unbedingt fertig werden und ich hatte leider den ganzen Tag keine Zeit. Wenn ihr das Video heute seht, ich glaube, es ist ein Mittwoch, ja, logisch. Dann bitte noch nicht wundern, wenn da noch keine Videos auf dem Kanal sind. Wie gesagt, damit wollen wir echt erst am 1.04. anfangen. Aber dann bitte nimmt das jetzt nicht über, wenn da jetzt noch kein Video oben ist. Und irgendwie hat YouTube wieder Scheiße gemacht direkt. Es wurden ja am 6. oder 7. März die ganzen YouTube-Kanäle auf dieses neue Design umgestellt. Und obwohl wir da schon Design drin hatten, komplett fertig ist, hat das YouTube einfach wieder rausgekloppt. Also ist nicht nur, wenn das noch nicht drin ist, das ist auch schon fertig, war auch schon mal drin. Und da werdet ihr jetzt auch auf jeden Fall, ich denke mal, der Alex, der wird das jetzt heute direkt auch reinpacken, wenn ich ihn darum bete, weil ich meine, wird natürlich ein bisschen doof aussehen, wenn da jetzt nichts ist. Wobei die Kanalbeschreibung, die ist schon soweit fertig, die Subbox ist schon fertig und die ganze Infrastruktur an sich. Also, wie gesagt, das ist so mein Special dann für euch, dass dann halt meine ersten Relive-Videos kommen und die ganze Woche über mit dem Alex von Videos kommen und wir diesen Kanal überhaupt eröffnet haben. Also, mich würde super freuen, wenn ihr auf den Kanal auf jeden Fall drauf geht und ihn abonniert. Und wenn es euch dann immer noch nicht gefällt, ja, dann könnt ihr immer noch deabonnieren. Aber bitte geht auf jeden Fall erstmal drauf und gebt ihm die Chance. Und in diesem Sinne sage ich ciao. Ich bin raus, euer Palmas, und noch einmal vielen, vielen Dank für dieses tolle Jahr. Und ich bedanke mich bei knapp 3000 Abonnenten. Bye.